Hallo, grüßt euch und servus zu einer neuen Aufnahmesession zu Let's Play Resident Evil. Es geht weiter. So, wir sind in der Residenz immer noch. So, kurz mal schauen, wo wir stehen geblieben sind. Genau, wir sind in der Galerie stehen geblieben. So war's. Ich sehe gerade, dass da alle Türen verschlossen sind. Okay. Bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Irgendwie muss da ja weitergehen. Gut, und genau, wir hatten ja das Problem, dass wir da ein paar Insekten gefunden haben. Also ein paar Bienen, die uns gleich attackierten. Und ich packe mal das Farbband wieder in die Kiste. So. Das habe ich dann noch getestet nach der letzten Aufnahme-Session, das vorgestern war. Die können wir ganz einfach erschießen mit der Pistole. Die sind nach einem Schuss hin. Man muss dazu sagen, Jill muss hier ein Mega-Aim haben, wenn sie die kleinen Bienen erwischt. Aber ja, ich beschwer mich nicht. So, der letzte Aufnahme-Session haben wir Neptun besiegt, habe ich gerade gelesen. Das war der große Hai. Das nur Info am Rande. Sind wir jetzt richtig? Ich glaube, wir sind richtig, ne? Ja, wir sind richtig, genau. Da ging es zur Galerie. So, gut. Genau, da haben wir aufgehört und da geht es jetzt weiter. Ich hoffe, uns erwischt keine Biene, sonst sind wir gleich wieder vergiftet. So, dann sollen die mal daherkommen. Okay, das war so mal nicht geplant. Das war so auch nicht geplant. Na, jetzt wird es aber schon lästig. So, sind wir jetzt vergiftet? Ne, wir sind sogar noch gesund. Ja, okay. Die lebt nicht mehr. Okay, gut. Oh, da ist noch eine. Kommen da unendlich Bienen? Ich hoffe mal nicht. So, Laborgeräte, die sie noch nie vorgesehen haben. Könnte hier ein Experiment durchgeführt worden sein? Möglich. Da haben wir auf jeden Fall mal Pistolenmunition. Das finde ich sehr cool. Ich höre immer noch eine Biene, glaube ich. So, der Raum ist noch rot. Ich hoffe, da kommen nicht unendlich Bienen. Solche Passagen hasse ich, wo unendlich Gegner kommen. Du. Da sehe ich mal auf die Schnelle. Oh, da. Ich höre da immer noch Bienen. Da kommen wir so nicht rein. Der Verriegelungsmechanismus für die Tür verwenden. Ja. Okay, das sieht nach Rätsel aus. Okay, ein dunkles Auge, ein Auge mit einer Pupille, ein Auge mit einem Strich. Okay, und ein paar Nummern. Gut. Aber da können wir wohl noch nichts machen. Da müssen wir wohl noch etwas finden. So, da geht's weiter. Da gehen wir aber noch nicht lang. Da liegt jemand. Okay, den sehen wir uns gleich an. 003, diese Tür ist auch verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Auf dem Türschild steht 003. Okay. Und da hinten sehe ich ein rotes Kraut. Das nehmen wir natürlich mit. Mhm. So, da haben wir noch ein Bild. Das ist uns aber wurscht. Sie ist von der anderen Seite blockiert. Nicht verschlossen. Okay, gut. Der Raum ist grün. Der Raum ist immer noch nicht grün. Ah ja, weil der... Was hat denn der da in der Hand? Das ist eine Schaufel, oder? Und lebt der, oder? Das ist die viel wichtigere Frage. Hallo? Okay. Nee, das ist... Ist das eine Luftpumpe? Eine Leiche mit einem schmerzverzerrten Gesicht. Sie hält etwas fest. Insektenspray. Okay. Können wir das nehmen? Okay, also ausrüsten? Nee. Das brauchen sie jetzt nicht, okay. Ich glaube, ich weiß, wofür wir den Insektenspray brauchen. Aber müssen wir da erst nah genug rangehen? Das ist die Frage. Oh, shit. Es ist zu gefährlich zum Weitergehen, okay. Ja, das habe ich auch schon festgestellt.
Aber sind wir jetzt verletzt? Nee, okay. Aber können wir das jetzt irgendwie verwenden? Kann mal prüfen. Insektenspray. Ein Pumpkanister. Er enthält eine Menge von Insektenvernichter. Okay. Okay, immer noch. Und. Mhm. Aber wie können wir den jetzt verwenden? Das ist die Frage. Oder können wir den vielleicht kombinieren? Nee, okay. So nah genug dran gehen können wir nicht verwenden. Das brauchen sie jetzt nicht. Okay. Und ja, ich weiß schon, zu gefährlich. Okay, müssen wir den vielleicht irgendwo anders einsetzen? Was ist mit ihm eigentlich? Nix, okay. Okay. Warte mal. Ich habe eine Idee. Die Biene da, die bewegt sich immer noch. Wollte ich nur angemerkt haben. Warte mal. Können wir... Ich sollte nicht lachen. Da kam schon wieder eine Biene. Okay, die kam zu dritten. Das wollte ich natürlich jetzt nicht, das war nur versehen. So, okay, wir haben ja dann noch das Loch, das heißt, wir müssen doch durch dieses Loch durchsehen. So, Sie sehen einen großen Bienenstock, ja. Aber die können wir auch erschießen. Das habe ich nämlich sogar in der letzten Aufnahmesession getestet. Brauche nur... Au. Au. So. Sind wir jetzt verletzt? Warnung. Okay, aber zum Glück nicht vergiftet. Bleib liegen. Brav. So, gut. Dann hätte ich gesagt, probieren wir da mal den Insektenspray aus. Und das funktioniert. Okay, gut. Wir laden mal nach. Wie viel Muni haben wir jetzt noch? Okay, haben wir noch ein bisschen was. Sehr gut. Gut. Wieder eine Biene zertreten. Okay. Jetzt könnten wir theoretisch da hinten weitergehen. Ich hoffe, der bleibt tot. Aber so wie sein Gesicht aussieht, denke ich, ist der am Bienenstichen gestorben. So. Sieht eklig aus. Haben wir den... Okay. Den Insektenspray haben wir nicht mehr. Somit können wir das rote Kraut mitnehmen. Und der Raum ist tot. Okay. Mehr Objekte können sie nicht tragen. Okay. Gut, dann kurz zurück. In den Safe Room mit ein paar Sachen ablegen. Sobald ich hier mit der Kamera klarkomme. Immer so eine Sache da. Ich denke, dass wir jetzt einen Schlüssel für die Tür oder für den Raum 003 finden. Sprich, das ist ein neuer Raum mit einem neuen Badezimmer. Und ich hasse Badezimmer in diesem Spiel. So, ich glaube, das war jetzt der falsche Raum. Das war nicht der Safe Room. Ja. Gut. Zum Glück war das nicht der Raum 001, weil da sind ja noch zwei Zombies. Also nochmal zurück. Und durch diesen Gang wieder und da zurück. Ich bin schon gespannt übrigens, wann wir wieder zurückkommen in ins Anwesen. Da waren wir erst schon eine Zeit lang nicht mehr. Und ich habe echt schon Angst davor, dass wir wieder zurückkehren. Ich habe nicht die Befürchtung, dass dann, dass sich dann in diesem Anwesen dann sich dann neue Bewohner befinden, die uns nicht freundlich gesinnt sind. So, dadurch. Und langsam chill. So.
Alles klar, das kommt wieder darauf. Und das kommt da. Genau. Ich habe übrigens am Ende der letzten Aufnahmesession hätte ich diese Kräuter nehmen können. Wir waren ja vergiftet und etwas gedamaged. Und da wären die gemischten Kräuter perfekt gewesen. Aber gut, egal. So, sollte ich sonst noch irgendetwas ablegen? Schrot vielleicht? Weißt was? Ich lasse die Schrotflinte mal im Inventar, aber... Weil ich sonst nehme ich wieder genau zwei Items mit, dann muss ich wieder zurück. Ah, fuck off. Sonst müssen wir nochmal zurück. So weit ist ja der Safe zum Glück nicht weg. So. Ich habe übrigens gelesen, für die... Also die Selbstverteidigungswaffe, die wir in der letzten Aufnahmesession gefunden haben, die hat tatsächlich nur einen einzigen Schuss. Die können wir nur ein einziges Mal verwenden. Daher macht sie, denke ich jetzt, das weiß ich jetzt auch nicht, das habe ich nicht nachgelesen, aber ich denke, dass sie dann dementsprechenden Schaden macht. Und das bedeutet wiederum, dass wir diesen nur für die Boss oder generell für den Endboss verwenden werden. Ja. So, gut. Dann holen wir uns jetzt den Schlüssel. Ich denke, dass wir dann den Schlüssel gleich wieder ablegen können. So. Resident-Schlüssel, ja. Ziehen wir uns den gleich an. Prüfen. Ja, 003, genau. Die Ziffern 003 sind eingraviert. Schlüssel für Raum 003. Perfekt. So, mal schauen, was wir da schon wieder finden. Schauen wir uns da kurz um. Okay, Badezimmer und Normalraum. Die haben den Schlüssel für den Raum 003 verwendet. Wir brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Ablegen? Ja. Und dadurch. So, was finden wir in Raum 003? Sie zielt nicht. Sehr gut. Da liegt gleich mal was. Farbband, okay. Das finde ich schon mal cool. Okay, das ist so ein Anzug für Imker oder ein Schutzanzug einfach. Da war ein Spiegel. Irgendwas höre ich da. Ist das eine... Oh! Da gibt es eine Schreibmaschine, okay. Aber eine Kiste gibt es da nicht. Okay. Okay. Das gefällt mir nicht so. An der Wand befindet sich eine riesige Pflanze. Sie ist von einem Schwarm wütender Motten umgeben. Okay, die schrecken wir mal nicht auf. Da haben wir noch einen Kasten. Der schaut so aus, wie wenn man den verschieben kann. Schaut aber anscheinend nur so aus. Okay. Da haben wir einen Schutzanzug. Können wir nichts machen. Da könnten wir abspeichern, das will ich aber nicht. Irgendetwas finden wir aber da noch. Warte mal. Das Regal steht voller roter Bücher. Ein weißes Buch steht dazwischen. Mitnehmen? Ja. Laborexperiment in organischer Chemie. Die Ähnlichkeiten in den Zelleneigenschaften der schnell wachsenden Pflanze, die mit dem Tyrannenvirus, also der T-Virus, infiziert wurde, sind bereits an anderer Stelle dokumentiert. Bei der Wiederholung dieser Experimente ergab sich jedoch ein interessanter neuer Aspekt. Wir konnten belegen, dass eine Chemikalie der UMB-Gruppe, UMB Nummer 20, einen Stoff enthält, der für die Zellen der Pflanze giftig ist. Das ist eine Chemikalie. Okay. Wir haben UMB Nummer 20 einen neuen Namen gegeben. V-Jolt. Jolt. Okay, V-Jolt. Nennen wir es so. Unseren Berechnungen zufolge sollte die Anwendung von V-Jolt direkt auf die Wurzeln der Pflanzen in 5 Sekunden zu deren völligen Absterben führen. Okay, wir brauchen V-Jolt. V-Jolt lässt sich durch die Mischung der Chemikalien VP und UMB in einem bestimmten Verhältnis herstellen.
Der Umgang mit dem UMB, mit den UMB-Chemikalien erfordert jedoch besondere Vorsichtsmaßnahmen. Bei unachtgemäßen Vorgehen kann Giftgas freigesetzt werden. Oje. Die Merkmale einzelner UMB-Chemikalien sind wie folgt. UMB Nummer 3, rot, gelb, 6, gelb. UMB Nummer 7, grün. UMB Nummer 10, orange. VP 017, blau. V-Jolt, dunkelbraun. Okay. Und da können wir jetzt, ja. Was? Die Lücke zwischen den Büchern erregt ihre Aufmerksamkeit. Okay. So. Das war's. Jetzt einmal hier. Okay, gut. Entschuldige.